Genau so hat das funktioniert. Geht das? Ach, das sehe ich ja gar nicht. Ah ja, es funktioniert. Okay, sehr schön. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich das hier wirklich mache. Justus hat einfach dieses Video hochgeladen. Ich hoffe, er schneidet das hier auch. Hat es echt nicht schlecht gemacht. Hey Leute, it's Playtime. Heute habe ich mir für das Video einen ganz besonderen Gast eingeladen. Meine beste Freundin, Lisa. Hast du deine beste Freundin gesagt? So süß von dir. Hey Leute, ich bin Lisa. Oh, echt, du hast das voll süß gerade gemacht. Ja, du auch. Ich bin so stolz auf dich, dass du jetzt YouTuberin bist. Danke. Und wenn ihr wollt, mache ich mir auch einen YouTube-Kanal. Wenn ihr Lisa abonnieren wollt und ich hab Lisa. Noch keinen Kanal. Wenn ihr wollt, dass Lisa einen YouTube-Kanal hat, dann schreibt es in meine Kommentarspalte. Und wenn Lisa mal einen YouTube-Kanal hat, dann werde ich ihn verlinken. Wie geht das überhaupt? Was machen wir, Ash? An dich Justus, im Schnitt, kannst du das dann bitte verlinken, Lisas Kanal, falls sie einen hat? Ja. Das wäre lieb, Justus. Lisa, wir finden heute raus, ob wir Zwillinge sind. Also tut mir leid, Ash, aber ich bin wirklich viel, viel hübscher als du. Danke, das ist mir auch vollkommen egal. Ich meinte eigentlich eher so gedankliche... Wir können keine Zwillinge sein. Gedankliche Zwillinge im Kopf. Ich hab einen guten Klamottengeschmack, du nicht. Okay, ich hab schöne Haare, du nicht. Ich hab schönes Make-up, du nicht. Aber okay, wir machen das, Ich meinte es jetzt eigentlich eher so Seelenverwandtschaft. Ja. Es geht nicht immer nur ums Aussehen. Du hast gesagt, wir sind allerbeste Freundinnen und dann machen wir das jetzt. Yay! Okay, guck mal, ich hab dir so eine Tafel. Und da liegen die Stifte. Ah ja, hol die mal. Und dann stelle ich jetzt gleich Fragen und dann müssen wir die beantworten. Voll easy. Welchen Stift willst du? Den hier. Also wir müssen dann die Antworten aufschreiben. Fragen wie in der Schule? Ja, genau so schwierig, Lisa. Du wirst es schaffen. Ich bin mir sicher. Echt? Das ist voll peinlich, wenn ich die Antworten dann nicht kenne. Wenn ihr die Antworten nicht kennt, dann bleibt das auf jeden Fall im Video, Justus. Okay, erste Frage. Pink oder grau? Das ist die Frage? Das ist die Frage. Ist ja wohl klar. Und 3, 2, 1. Grau. Ich soll das umdrehen? Ja, hey, du sollst das umdrehen, sonst kann das doch keiner sehen. So ach, jetzt verstehe ich, wie das Spiel funktioniert. Okay, ja, pink ist die bessere Farbe. Es ist grau klar. Ist die bessere Farbe. Grau ist doch keine besser. Farbe. Grau ist großartig. Grau drückt einfach alles aus, was ich jemals in meinem Leben ausdrücken wollen würde. Trauer. Ash, hör auf, schlechte Stimmung zu verbreiten. Pink ist schön. Pink ist einfach eine total strahlende Farbe. Ich brauche noch auch was zum Wegmachen. Du bist auch eine strahlende Farbe. Hier, ich mach das. Danke. Weg. Okay. Okay. Nächste Frage. Ich habe das Spiel jetzt verstanden. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Lisa. Okay, nächste Frage. Eigentlich auch eine ganz klare Antwort. Schokokuchen oder Erdbeeren? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Frage eigentlich auch eine ganz klare Antwort. Ich weiß gerade, hast du meins gemacht? Nein. Okay, Schokokuchen oder Erdbeerkuchen? 3, 2, 1. Erdbeerkuchen natürlich. Schokoladenkuchen. So lecker. Das sind so leckere Früchte. Schokoladenkuchen. Ja, Schokoladenkuchen ist auch lecker, aber Erdbeerkuchen. Niemand kann einem Erdbeerkuchen widerstehen. Ich schon. Ich mag keine Erdbeeren. Man mag Erdbeeren nicht mögen. Das war ein Witz. Natürlich mag ich Erdbeeren. Jeder mag Erdbeeren. Jeder mag Erdbeeren, oder? Natürlich mag jeder Erdbeeren. Machst du das auch wieder sauber für mich? Und haben wir jetzt verloren, weil wir unterschiedliche Sachen haben? Ja, also besonders gut sind wir nicht, sagen wir es mal so. Also wir sind keine Zwillinge, ich hab's ja gleich gesagt. Okay, die nächste Frage ist auch ziemlich schwierig. Slime oder Knete? Mein Stift schreibt nicht mehr. Warum habe ich denn auch das günstigste gekauft, was es gibt? Ich brauche deinen Stift, Lisa. Okay, 3, 2, 1, Slime. Slime! Slime, ganz klar. Oh, Slime ist so cool, vor allem mit Glitzer. Ja, man muss es auch nicht übertreiben, aber da kann man jede Farbe machen. Und irgendwie ist der so schön beruhigend, wenn man damit spielt.
Findest du nicht? Doch, klar. Slime ist besser. Ich liebe Slime. Slime ist besser als Knete, ganz eindeutig. Du kannst es doch auch selber machen. Ich habe halt keinen Radierer. Ich meine, du kannst es mit dem Radierer machen. Ach, Lisa. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Eiskönigin oder Rapunzel? Warte kurz, Lisa. Wir brauchen einen Stift für mich. Ash, wann geht's weiter? Ich brauche einen Stift, Lisa. Wir können uns den noch teilen. Wenn wir Zwillinge sind, können wir uns auch den Stift teilen. Da bist du ja wieder, Ash. Okay, ich hab sie. Ich nehme blau. Okay, die Frage war Rapunzel oder Eiskönigin. Und das ist doch ganz klar. 3, 2, 1. Ich hab Eiskönigin. Rapunzel. Warum? Viel besser. Also ich finde Rapunzel schön, weil die hat richtig tolle Haare. Aber ich finde die Eiskönigin viel besser. Die kann richtig gut singen. Rapunzel kann auch singen. Und die hat so ein schönes Kleid. Aber Rapunzel kann auch singen und die hat auch ein schönes Kleid. Also ich mag die Eiskönigin lieber. Ash. Sorry. Du magst sie doch nur, weil die zaubern kann. Nein, weil die mega hübsch ist. Außerdem kann Rapunzel kann auch zaubern. Und ist Rapunzel nicht hübsch? Doch, aber die Eiskönigin ist die hübscheste Prinzessin überhaupt. Das ist wohl nur deine Meinung. Sagt ihr Rapunzel oder die Eiskönigin, Leute? Eiskönigin Elsa. Dann kommen wir mal zu der nächsten Frage auf unserer sehr wichtigen Entscheidungsfindungstour. Mathe oder Englisch? Oh, Ash, muss das sein in den Ferien? Oh Mann! Ich weiß, du kannst nichts von beidem, Lisa, aber so. Was soll das denn heißen? Das sind in beiden Fächern nach hier. Stimmt gar nicht! Vielleicht. Dafür bist du besonders gut in Kunst. Ich bin in jedem Fach gut. Okay. 3, 2, 1, Mathe. Englisch. Mathe. Englisch ist viel cooler, Ash. Wir haben Mathe bei dem Fritz Fröhlich. Oh, Herr Fröhlich nervt total. Da müssen wir nie irgendwas machen. Das ist doch viel besser. Für euch zur Info, das sind unsere Lehrer. Die sind alle ein bisschen seltsam. Ash, vielleicht gucken die das hier. Meinst du? Liebe Grüße an euch, liebe Lehrer. Macht mal ein bisschen was Spannendes im Unterricht. Hey. Okay, also ich habe mit der Sache nichts zu tun. Nicht, dass ich irgendwie noch nachsitzen muss oder so. Nachsitzen in den Ferien, Lisa. Nach den Ferien? Okay, nächste Frage. Backen oder kochen, Lisa? Backen oder kochen? Das kann ich beides nicht so gut. Du? Nee, ich glaube, ich kann auch beides nicht. Was würdest du denn lieber können? Ich glaube, ich würde lieber... Ich glaube. 3, 2, 1. Backen. Ich würde lieber kochen können. Echt? Du kannst dich doch nicht... Ich würde so gerne kleine Törtchen backen und dann... Kleine Törtchen Donuts. Backen. Stell dir vor, wir würden Donuts selber backen, Ash. Oh, das wäre ein Traum. Wir könnten so viele Donuts essen, wenn wir die selber backen. Ja, und dann mit rosa Zuckerguss und dann kleinen Herzen. Ich würde auch gut finden, wenn du backen könntest. Dann könntest du jeden Tag Kuchen mit in die Schule bringen. Und du könntest immer was für uns kochen, wenn wir eine WG hätten. Vielleicht sollten wir mal... Irgendwie das geht. Wisst ihr zufällig, wie man Donuts macht? Könnt ihr uns das mal sagen, wie man Donuts macht? Also ich habe schon mal ein Video gesehen. Ich weiß nur nicht, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Okay, die nächste Frage ist... Was machst du da? Warum? Was machst du da, Lisa? Ich meine, wir nehmen ein Video auf. Ja, und? Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Und welche ist das? Popmusik oder Metalmusik? Ash, hast du schon mal Metalmusik gehört? Furchtbar! Pop natürlich! Metalmusik ist immer total laut! Ja, und das tut in den Ohren weh! Und das weh. Ist immer richtig schlechte Stimmung. Ich krieg Popmusik Schmerzen, wenn ich deine Popmusik höre. Was? Schmerzen! Ich bekomme wirklich Schmerzen davon! Ash, ich merke schon, wir sind keine Zwillinge. Ich merke auch schon. Ich glaub, du wirst niemals so cool sein wie ich. Bitte? Was weißt du denn schon davon, ob man cool ist oder nicht? Außerdem ist das überhaupt nicht wichtig, ob irgendjemand cool ist oder nicht. Okay, jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Einhörner oder Alpakas? Bist du soweit? Malst du da gerade Herzchen drauf? Lisa, wofür malst du da Herzchen drauf? Alpakas, ganz klar Alpakas. Es gibt keine Einhörner, Lisa. Das stellt doch schon Alpakas alleine über Einhörner. Es gibt keine Einhörner, Ash? Nein.
Wirklich? Natürlich nicht. Lisa, du kommst in die 10. Klasse. Ich wusste das nicht. Ich dachte, es gibt wirklich Einhörner im Zauberwald. Was denn für ein Zauberwald? Der ist ganz weit weg von uns. Und wo? Na, das weiß ich ja nicht, sonst wäre ich da auch schon mal hingefahren. Es gibt keine Einhörner. Du bist gemein, Ash. Du bist so gemein. Es gibt Einhörner. Ich hab dich reingelegt. Es gibt auf jeden Fall Einhörner. Ich wusste es! Nächste Frage! Ja, willkommen zur nächsten Frage, Leute. Es gibt Einhörner im Zauberwald. Ja, gibt es doch, oder? Auf jeden Fall gibt es Einhörner im Zauberwald. Ash? Ja? Musst du mir was sagen? Nö. Make-up oder no Make-up? Malst du das schon wieder? Lisa, warum malst du das denn an? Du sollst dich nur entscheiden und nicht schon wieder Make-up. Ich bin auch für Make-up. Wir sind vielleicht doch Zwillinge, aber wir sind keine Make-up-Zwillinge. Ich mag ganz lieber andere Farben als du. Nicht nur beim Make-up. Jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage, Leute. Eistee oder Limo? Und wenn du dich für Eistee entscheidest, schreib bitte auch hin, ob Zitrone oder Pfirsich. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde das beides voll lecker. Wie jetzt? Ich liebe Eistee und ich liebe Limo. Muss man sich für eins entscheiden? Ja, du musst dich für eins entscheiden, Lisa. Das ist das Spiel. Ich dachte, du hast es verstanden. Aber mit Limo ist jetzt nicht das Auto gemeint, ne? Ash, ich bin nicht blöd. Eistee oder Limo, das ist ein Getränk. Okay. Das sind zwei Getränke. Ich meine ja nur. Ich habe mich für Limo entschieden. Eistee, Pfirsich. Weil die Limo, die prickelt immer so schön. Das ist so schön erfrischend. Ich liebe Limo. Aber Eistee mag ich auch. Wie sprichst du das aus? Limo. Limo? Nicht Limo? Von Limonade? Limonade. Limonade? Okay, alles klar, Lisa. Lisa trinkt mit den Einhörnern im Zauberwald Limo. Ash, Einhörner dürfen kein Eistee und auch keine Limo trinken. Warum? Das ist ungesund für Einhörner. Und für Menschen ist das gesund? Nein, aber Einhörner dürfen das nicht. Deine Einhörner dürfen das nicht? Die trinken immer aus dem Fluss. Jetzt mal ernsthaft, es gibt keine Einhörner. Ash, hör auf mit so einem Quatsch. Okay, ich glaube, wir überspringen ein paar Fragen und kommen jetzt zu Lucy Müller oder Beatrice Hegli? Oh, das sind zwei das Lehrer von Müssen uns. Wir wirklich über die Lehrer hier die sprechen? Die sehen das doch eh nicht. Aber das interessiert niemanden, wenn wir über die Lehrer sprechen. Meinst du? Ich glaube schon. Also Lucy Müller ist unsere... Was macht die nochmal? Kunst. Ach ja, das hattest du ja so gut in dem Fach. Und sie ist auch unsere Schulleiterin. Und Beatrice Hegli macht Englisch- und Deutschunterricht. Wie schreibt man Beatrice? Entscheidest du dich für Beatrice? Ich hätte gedacht, du nimmst die Frau Müller. Die ist total verrückt. Frau Müller? Nur weil die schöne Haare hat? Nicht wegen ihrer Haare, sondern weil sie die Fächer unterrichtet, in denen du gut bist. Zufällig. 3, 2, 1. Ich hab Beatrice. Beatrice findest du bei den Einhörnern im Wald, Lisa. Wie schreibt man das denn? Okay. Wie Eis? Ja, Beatrice. Und sagt man immer Beatrice? Nein, man sagt Beatrice dazu. Der heißt sie eigentlich Beatrice Eigli? Ja, sie heißt eigentlich. Ja, sie heißt eigentlich Beatrice Eigli. Ja, ich mag die auf jeden Fall lieber als Frau Müller. Frau Müller ist total verrückt. Gebe ich dir recht. So, das mit immer, wenn sie sauer ist, macht sie sowas mit ihren Haaren, so ein... Die ist außerdem viel zu alt für diese schönen Haare. Kennt sie eigentlich? 58. Keine Ahnung, die ist auf jeden Fall älter als unsere Eltern. Definitiv. Sie ist ja auch schon seit Jahren an der Schule. Ich glaube, sie ist sogar die älteste Lehrerin. Und die meint, sie wäre total jung. Mhm. Okay, was haben wir noch? Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Ich bin den ganzen Tag ein Muffel. Das stimmt. Ich bin nicht nur morgens ein Muffel. Du bist wirklich
Ein sehr großer Muffel. Man muss einfach mal gute Stimmung haben. Gute Stimmung haben. Ich bin früh aufsteher, weil wenn man früh aufsteht, dann kann man auch ganz viel erleben den ganzen Tag. Und der frühe Vogel fängt den Wurm, habe ich mal gehört. Mhm. Der frühe Vogel. Mhm. Der frühe Vogel weckt mich immer. Weiß man nicht, was das heißt, aber das ist irgendwie mein... Achso, das ist... Das ist der Stift. Der frühe Vogel weckt mich immer. Und ich sag dir eins, Lisa. Wenn du dieser frühe Vogel irgendwann mal sein solltest, der mich aufweckt... Ash, also irgendwie... Klingt das heute so, als würdest du gerne mit mir in eine WG ziehen wollen? Wenn wir alt genug sind, zusammen in eine WG ziehen, Ash? Ich kann mir überhaupt nichts Schlimmeres vorstellen als das, Lisa. Das wäre so schön. Ich würde immer ganz viel aufstehen und dann würde ich dich wecken und dann würden wir gemeinsam schön ausgiebig frühstücken mit Smoothies. Smoothies. Mmh, das wäre toll. Mit Smoothies. Wir würden mit Smoothies frühstücken. Es gibt noch zwei Fragen. Ein Tag ohne Handy oder 24 Stunden wach? Klare Sache. 3, 2, 1. Ohne Handy, dann nervt mich niemand. 24 Stunden wach? Nein, um Gottes Willen. Ich könnte doch mein Handy nicht abgeben. Ich will doch schlafen. Stell dir mal vor, ich könnte gar keine Selfies mehr machen und ich könnte nicht WhatsApp-Nachrichten schreiben oder das nicht bei Instagram. Das wäre sehr dramatisch, wenn du mir bei WhatsApp nicht 30 TikTok-Links schicken könntest, obwohl du genau weißt, dass ich gar keine TikTok habe. Genau, Ash, das wäre sehr dramatisch. Genau, gut, dass du das sagst. Ja, stimmt. Die 30 dann würde ich lieber 24 Stunden wach bleiben. Wir haben noch eine Frage. Ja. Ich weiß auch nicht, wer die aufgeschrieben hat. Ich glaube, dass du das warst. Nein. Doch. Ich habe gar keine Frage aufgeschrieben. Du hast es vorbereitet. Ich wusste gar nicht, um was es geht. Die letzte Frage ist Justus oder Paul? Das ist ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, dass sie das dann sehen. Und dann denken die, wir werden in die Falle... Ja, Justus wird das schneiden, das Video. Dann wird er auch sauer sein, wenn wir nicht jetzt uns für Justus entscheiden. Ja, das stimmt. Aber wenn Paul das Video anguckt, Lisa, dann kannst du vergessen, dass er sich gleichzeitig zu deiner dass er dich zu seiner Geburtstagsparty einlädt. Und da willst du doch unbedingt hin. Außerdem habe ich euch beide Händchen halten gesehen, als ich die Liebesgeschichte, die Gruselgeschichte erzählt habe. Das stimmt überhaupt nicht, dass Paul und ich Händchen gehalten haben. Ich hab's genau gesehen. Das stimmt nicht, Ash. Ich hab's gesehen. Justus oder Paul? Moment mal gerade. Was hast du denn jetzt gemacht? 3, 2, 1. Justus, das steht da nur, weil du das Video schneiden musst. Bei mir steht nichts. Da steht Paul. Ich sehe es ganz eindeutig. Da seht ihr das, da steht Paul. Du hast dich für Paul entschieden. Ich hab's gewusst. Sorry, Justus. Ich mag dich auch. Ja, Justus, wir mögen dich auch. Aber Lisa mag Paul lieber, weil Lisa nämlich unbedingt zu Pauls Geburtstagsparty eingeladen werden möchte. Nicht wahr, Lisa? Lass es. Ash, das ist peinlich. Wir schneiden das doch eh raus. Okay. Aber schneid das raus. Aber nicht, dass Paul das sieht und dann nicht, dass er denkt, ich wäre in ihn verliebt oder so. Nein, nein, das lassen wir. Weil das mit dem Händchen halten, ja, das war wirklich so. Aber bist du ein bisschen verliebt in Paul? Es wird eh rausgeschnitten. Das will ich dir nicht verraten. Okay, das ist privat. Privat? Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat und ich mehr Videos mit meiner besten Freundin Lisa machen soll... Und wenn ich mir meinen eigenen Channel machen soll, dann schreibt es und in die Kommentare. Yay. Und dann schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt... Ashley und Lisa Time! Soll ich immer noch winken? Ja, du winkst weiter. Okay. Ciao, Leute! Bis dann, Lisa. Wink bitte weiter, das ist wichtig fürs Video. Wirklich, Ja, weiter winken. Okay. Wie lange denn? Ja, noch ein bisschen.